Rund um die Kovalenzer Muttersprach ging es am Sonntagmorgen im Weindorf in Koblenz. Kovalenzer Originale sorgten für ein unterhaltsames Programm mit Stückelscher und Musik aus unserer Stadt. Durch das Programm führte diesmal Christian Färber. Die Frau von Manfred Knifke ist leider erkrankt. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, ne? Und dass er bald wieder mit uns zusammen auf der Bühne stehen kann. Und jetzt habe ich gestern Abend noch erfahren, dass ich die Moderation dann übernehmen soll. Wir können ihn leider nicht ersetzen, aber ich hoffe, dass wir trotzdem heute Morgen hier im Weindorf viel Spaß haben. Ne? Der Koblenzer Musiker war wieder mit Freude bei der zweiten Veranstaltung dabei. Für ihn als junger Koblenzer ist es wichtig, die Muttersprach der Rhein-Mosel-Stadt am Leben zu erhalten. Ja, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, weil das stirbt sonst immer mehr aus. Und auch da bin ich froh, dass der Herr Knifke mich an die Hand holt jetzt ein bisschen und mir so ein bisschen noch die Muttersprache noch beibringt. Und ja, und ich hoffe, dass jetzt auch dadurch mehrere junge Leute denken, ach komm, da machen wir auch mal ein bisschen mehr Muttersprache, ne, damit er doch am Leben bleibt, weil er das ein Brauchtum, der muss erhalten bleiben. Die Mischung aus Musik und Vorträgen sorgte für einen abwechslungsreichen Vormittag. Auch Ex-Confluencia Sabine war dieses Mal mit dabei und sorgte mit Vorträgen für schmunzelnde Gesichter. Ja, wir seien froh, weil wir am Rhein in Koblenz geboren seien. Die Stadt am Rhein und Musleck. Schon's Goethe sort, der schönste Fleck, dat wär die Stadt am deutsche Eck. Am Fuß von ihre Breitstein, der Koblenz, die Stadt am Rhein. Einer durfte natürlich bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. Der Koblenzer Jung Daniel Färber heizte mit seiner Musik bei dem herbstlichen Wetter ordentlich ein. Für den Vollblutsänger aus der Rhein-Mosel-Stadt ist es selbstverständlich, auf Koblenzer Platt zu singen. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also wie meine Bruder schon gesagt hat, der Brauchtum stirbt irgendwann aus und irgendwo muss ein Generationenwechsel kommen. Ne? Weil wenn die ältere Herrschaften das bei uns nämlich machen, und das machen sie ja wirklich gut, dann was passiert dann? Ne? Dann irgendwann ist es komplett am Ende und dann gibt es das Ganze nämlich. Und das wäre natürlich schade, weil wir Koblenzer sind halt ein tolles Volk. Gell? Ja, da hat er auch recht. Ein tolles Volk, das gerne feiert. Gerade die Veranstaltungen im kleinen Rahmen liegen Daniel Färber sehr am Herzen und die Muttersprach ganz besonders. Also bin ich auch als Künstler, Muttersprachsänger ganz stolz drauf, dass so viele Leute oder immer mehr Leute sich dafür interessieren und für ihr Muttersprach dann engagieren auch. Ne? Man merkt es immer mehr, das kommt immer nach und nach mehr. Ein schöner Vormittag rund um das Thema Muttersprach, der hier in Koblenz geboten wurde. Auf eine Fortsetzung kann man sicherlich gespannt sein. Und St. Castor, St. Glocke schlief, Jordan Bay.